Erzähl mal, du, mir du gerade. Hallo und herzlich willkommen wieder einmal bei I Am Tutorial und wieder einmal mit Chris. Und auch dieses Mal mit Sai wieder, aber dieses Mal versucht uns der Chris zu erklären, wie man den Aquarelleffekt bei Sai hinbekommt. Ja, und, also ich meine, Aquarelle ist sehr begehrt und ja, habe schon oft im Internet gesehen, denn es gibt natürlich auch dann verschiedenste Möglichkeiten mit Photoshop und mit Paint-Sai und anderen Programmen verschiedene Effekte zu erzielen, die man auch auf Papier hinbekommt. Aber manche sind natürlich auf Papier nicht so begabt oder haben nicht so die Lust und Laune. Und ich habe auch nicht immer so den Nerv, dann immer alles perfekt machen zu müssen, weil man nicht groß korrigieren kann. Aber mit Paint-Sai geht ja auch ein Aquarelleffekt. Und es gibt natürlich auch noch einige andere Möglichkeiten in Paint-Sai. Ich darf das Programmnamen nicht so oft erwähnen. in dem Programm eben verschiedene Papiereffekte zu erzielen. Aber ich zeige euch einfach mal, wie das geht. Denn eigentlich ist das echt total easy. Nur darauf achten, ganz wichtig, dass eben ihr in Sai nichts abspeichert, was ihr später nochmal in Photoshop öffnen wollt. Denn dann habt ihr Probleme und könnt das nicht mehr rückgängig machen, welche Effekte ihr in Sai draufgeklatscht habt. Okay, fangen wir einfach mal an mit der Haut. Na, zeig doch erstmal das Bild. Ach, da ist es ja schon. Das Bild ist hier. Genau. Wunderschön, eine Frau mit irgendwie zigtausend Falten, Brustfalten übereinander. Ja, das ist halt süß, oder? Hier die Brustfalten. Achtung, ja. Zoom. Oh. Du bist da drüber gegangen. Oh nein, Unsauberkeit. Macht keinen Mangaka in Japan. Aha. Seid ihr mal nicht so sicher. Perfektionisten. Ja, ja, hier ist das Bild und ich habe jetzt einfach mal eine Hautfarbe ausgewählt und pinsel ganz normal mit dem Marker auf das Papier, wie ihr es schon kennt, und mach mal so die Schatten, wie ich sie setzen will. Jetzt denkt ihr natürlich, okay, wo ist da dieser tolle Aquarelleffekt? Natürlich noch nicht vorhanden. Aber der kommt jetzt. Also. Er will uns bescheißen. Ich verlange mein Geld zurück. Welches Geld? Hallo? Das Geld, das ich dich hier trage. Ja, kriegst du Schadensersatz hier. Ja. Ja. Schmerzes Geld. Auf jeden Fall. Ich gucke mal gerade, wie es am besten zu sehen ist. Denn wir haben jetzt ein kleines Problem, dass ihr das gar nicht alles erkennen könnt von der Seite. Das ist natürlich blöd. Das Fenster kleiner machen? Nicht wundern, wenn das David Hasselhoff im Hintergrund. Gut, gerade noch rausgeblendet. Was? Schnell. Das ist nicht jugendfrei. Es ist weit wieder verblendet. Okay, man kann nochmal Vollbild und seht ihr es? Ah, noch ein bisschen. Wow. Mein Gott. Gib mir den David Hasselhoff. Guck mal da. Was? So viel nackte Haut? Ja, muss ab und zu sein. Und jetzt haben wir das Wichtigste im Bilde. Oh mein Gott! Oh mein Gott, jetzt sehe ich zu viel! Chris, was hast du immer so als Desktop-Hintergrund? Das ist doch leider vom Studio vorgefertigt. Ja, ja, ja. Also, glaubt ihm nicht, das gehört zu Chris. Auf jeden Fall. I love David Hasselhoff. Nein. Also, im Ernst, ist wirklich vom Studio. Ja. Vom Team. Dieses perverse Team. Schweine. Okay, aber hier jetzt zu den Effekten, damit man es auch besser sehen kann. Denn ihr habt hier an der linken Seite verschiedene Paints-Effekte. Und da könnt ihr jetzt eben eine Textur hier oben festlegen. Und da gibt es Watercolor A und Watercolor B oder A und B auf Englisch. Und also verschiedenste Effekte. Man kann mal gerade anwenden. Ich mache mal Watercolor B und kann hier auf dieser Scale eben die Struktur ein bisschen hochschrauben, wie fein oder grob sie ist. Ihr seht schon ein bisschen, dass sich das im Gesicht bewegt, wie Würmer unter der Haut. Und hier könnt ihr auch dann eben die... Das sieht so unrein aus wie du. Ach, danke, Ari. Auch noch stolz drauf. Ja, hier könnt ihr dann auch die Tiefe der Hervorhebungen regulieren. Ja, aber wo ist jetzt der genaue Unterschied zwischen A und B? Das begreife ich jetzt gerade mal nicht. Das können wir hier mal anblenden. Also einfach nur die Feinheit, der Feinheitsgrad. Ihr seht das auch. Also hier etwas grobporiger und bei A eben nicht so schlimm. Aber man kann es auch grober machen bei A. Man kann echt alles gröber machen, aber B ist immer ein Ticken gröber. Ja, hier sieht man zum Beispiel auch so einen, wie sagt man? So comichaft. So ein Effekt wie halt eben so Leinenkram, der jetzt natürlich nicht so gut zu einer Aquarellzeichnung passt. Deswegen nehme ich wieder hier das. Und dann kann man hier im Effekt-Mode a Fringe anmachen. Das ist die Kante, die eben gerade Aquarell so wichtig macht. Ihr seht es auch hier, dass alles ein bisschen mehr Abrundung, wie sagt man, mit Abschärfung zum Rand bekommt.
Ich mache einfach mal hier diese starke Stufe, dass man es auch später besser erkennt. Und hier könnt ihr auch noch die Dicke festlegen. So, genau. Sieht natürlich etwas krubbelig aus, aber ihr habt ja verschiedene Werkzeuge. Auch halt eben das Watercolor-Werkzeug, um die ganzen Übergänge wieder sauberer zu machen. Damit alles etwas weicher verläuft. Aber wenn ihr diese harten Kanten haben wollt, auch gerne da verwenden. Zum Beispiel hier bei den Lippen bietet sich das natürlich super an. Ich mache erstmal hier drunter und dann einen Rotton für die Lippen. Man kann auch gerne wieder ein bisschen aus dem Bild rauszoomen, oder? Ja. Damit man auch sieht, welche Pinsel du benutzt. Das ist jetzt... Das ist auch ganz normal der Brush die ganze Zeit. Okay. Also ich benutze eigentlich größtenteils nur den Brush, außer wenn es richtig scharfe Kanten sein sollen. Dann kann man auch wieder den Pencil verwenden. So. Und mein Gott, das Schwarz wollte ich eigentlich nicht. Nein! Okay, man kann auch wegradieren. Ihr seht schon, das hat alles jetzt so eine Struktur zur Seite hin, dass es nicht mehr diese glatten Kanten sind. Ich zeige euch das gleich bei den Schatten etwas genauer. Erstmal hier ein bisschen geblushte Bäckchen oder Wangen. Bäckchen sind ja woanders. Ja. Na komm, das sagt doch jeder falsch. Nein, ich nicht. Natürlich nicht. Du und deine niemand. Bäckchen. Wenn ich Bäckchen sage, meine ich auch Bäckchen. Mhm. Welche Bäckchen denn? Darüber rede ich nicht mit dir. Okay. So, ihr seht auch hier, habt ihr schon stärkere Kanten. Auch hier kann man das schön verdeutlichen. Und dann auch wieder weich auslaufen lassen nach unten. Man kann natürlich leider nicht jetzt hier standardmäßig diese ganzen Aquarelleffekte, auch wie dieses gestreute Salz auf dem Papier, kann man nicht so hinbekommen. Aber diesen Grundkolorationseffekt. Es gibt natürlich dann auch einige Brushes, die man auch gerade in Photoshop noch ergänzen kann, die es um einiges vereinfachen, auch da wirklich den kompletten Aquarellumsatz hinzubekommen. Ich mache gerade hier die Haare wieder frei, dann kann ich auch mit den Haaren anfangen. Das Gesicht ist ja jetzt eigentlich schon so weit grundkoloriert. Das ging ja fix. Ja, man darf sich da echt nicht verrückt machen mit. Also lieber ein bisschen Zeit einsparen und dann drei Bilder machen. Obwohl ich das auch nicht schaffe. Ja, du sowieso nicht. Was? Du genauso nicht? Mehr als du. Ach komm, Mädchen. Ach, bis jetzt habe ich meine Tombola-Bilder. Was? Jetzt komm nicht mit den Tombolas hier an. Ich lasse lieber eine Tombola ausfallen, wenn ich das nicht hinbekomme, als ja, zu machen ohne. Deswegen hast du bisher noch nie eine Tombola gestartet. Was? Das stimmt nicht. Ja, außer der, die du mit mir gemacht hast. Und da hing ich auch echt dahinter. Das stimmt auch nicht. Stimmt wohl. Nein. Ich habe letztes Jahr Doku mir einen allein gemacht. Ja, na, guck mal. Ach, die, wo du sie nach wenigen Stunden schon weggestellt hast, wo dein... Nein, das war dieses Jahr. Ja, dann erinnere ich mich nicht an das letzte Ach, Jahr. Gut. Was ist denn mit einer verrückten Haarfarbe? Blau. Ein dezentes. Okay, und einfach, das geht die ganze Zeit echt so weiter. Also man kann dazu auch variieren. Ich zeige euch auch mal hier, wenn man zum Beispiel den Pencil benutzt, dass man wirklich auch dann direkt eine starke Kante natürlich reinbekommt. Das hat je nachdem schon einen Effekt, gerade wenn man starke Schatten setzt, aber hier wollte ich jetzt eigentlich eher auf blassere Kolorationen gehen. Und da kann man natürlich auch immer alles noch ein bisschen nachbearbeiten. Und wie gesagt, das Watercolor-Werkzeug ist hier auch in der Leiste mit den Werkzeugen. Das, was man echt gut für die ganzen Übergänge verwenden kann. Ihr seht auch, einfach mal ein bisschen rumpunchen, was auch super geht, ist hier auch Verläufe reinzubekommen. Also man kann wirklich mit den verschiedensten Sachen arbeiten. Ich sage euch das gleich mal bei einer anderen Ebene. So. Lässt du für die hellen Partien extra weiß oder kommt dann noch eine andere Farbe hin? Also jetzt bei dem Bild würde ich extra weiß lassen, damit einfach wirklich, als ob ich nur mit einer Farbe gearbeitet habe. Man kann auch da noch, auch in den dunkleren Ebenen werde ich schon noch mit anderen Farben reingehen und dunkleren Tönen, aber hier ist jetzt wirklich eher immer das Gleichbleibende. Zum Beispiel hier in dem Bereich, das ist natürlich ein sehr großer Schattenbereich, da kann man auch dann ziemlich gut gleich mit einer... Oh nein! Aber radiere. So, mal gucken.
haben wir zum Beispiel hier die Fläche gefüllt, hier unten mit einem Ton. Da kann man natürlich erstmal mit etwas dunklerem... Aber ganz gleichmäßig ist das dann nicht da, wo du gerade bist. Das ist auch nicht so wichtig. Aquarell ist ja eh nicht das gleichmäßigste Element, eben, mein Gott, Medium, so rum. Hier zum Beispiel reingepanscht, das sieht natürlich nicht nach Handaquarell aus, aber da kann man wieder mit dem Wasser... Watercolor-Werkzeug hier so reingehen und den Verlauf schöner gestalten. Übermalen ist echt nicht schlimm, es gibt ja Radierer. Und da kann man auch jetzt zum Beispiel noch etwas stärkere Schatten mit dem Pencil reinsetzen. Vielleicht etwas zu stark. Und übermalen ist echt Standard. Ja, wenn du das jetzt rausfließen lässt ein bisschen, dann könnte das Dunkle auch passen. Ja, ich hatte das jetzt auf jeden Fall auch hier. Oh nein! Verzweiflung! Oh mein Gott! Was hast du getan? I killed her kin. So, man kann auch dann hier auch genau das einfach wieder hier ein bisschen verwenden in dem Bereich und mit dem Watercolor. Schön verblassen lassen. Ja, dass auch hier ein bisschen mehr Effekte entstehen. Also ruhig hier zwischen den verschiedenen Werkzeugen öfters mal wechseln. Oh, das hat schon ein bisschen verwischten Effekt, das ist doch ganz gut. Es kommt immer darauf an, wie fest man drauf drückt, auch wie stark dann diese Kanten werden. Das ist also von einem selbst abhängig. Mein Gott, was habe ich gemacht? Radierer. So, ich wollte aber einen. Jetzt. Ja, so geht das dann die ganze Zeit weiter. Mit allen Haaren kann man das dann machen, wie man Lust und Laune hat. Ich zeige auch mal jetzt, wie man hier die Farbverläufe gut hinbekommt. Man kann das natürlich erstens direkt so malen, wie ich jetzt hier unten das gemacht habe. Es ist zwar jetzt ein Farbverlauf im gleichen Spektrum, aber wenn man jetzt hier zum Beispiel machen wir diesen Bereich hier. Also, jetzt ist eine ganz andere Farbe. Jetzt nicht eine ganz. Ich wollte schon sagen, du wolltest mich dumm von der Seite anmachen, Mädchen. Bin ich schon 180. Nee, also genau, hier nehme ich jetzt eine ganz andere Farbe. Hier kann man jetzt auch versuchen, noch ein bisschen Rot zum Beispiel reinzumachen. Ne? Und ich sehe kein Rot. Nee, noch nicht. und dann nehmen wir einfach mal hier so einen Rotton. Auch halt eben hier etwas blassere Töne, die ich alle verwende. Und geht. Okay, Blass ist jetzt gut, das knallt schon ein bisschen mehr. Ich wollte gerade sagen, unter Blass verstehe ich was anderes. Ich glaube, du brauchst eine neue Brille. Dann machst du einfach nur mal doch, sauber. Die ist doch erst ein bisschen alt. Jetzt. So, wir haben jetzt hier das Rot reingemischt. Man kann auch hier direkt so den Verlauf erzielen. Das ein bisschen mehr streichen, aber auch da würde ich teilweise eher das Watercolor-Werkzeug empfehlen. Und dann kann man auch in verschiedenen Bereichen ein bisschen hochgehen. So zum Beispiel. Ich lasse einfach nach unten hin auslaufen, weil ich das Bild jetzt eh nicht dann komplett fertig mache. Es geht nur um das Grundzeug. Genau, ums Prinzip geht es ja. Richtig, ums Prinzip. Oder aus Prinzip mache ich jetzt weiter. ja, und hier Da lässt du also keine weißen Stellen an diesen Partien? In dem Schattenbereich nicht. Also das ist der Schattenbereich? Also hier würden vielleicht teilweise noch welche reinkommen. Auch das super tolle daran ist, wenn man radiert, hat man auch diesen Aquarelleffekt. Das heißt also, ups, muss ich mal hier die Stiftspitze auf 0 stellen. Aber da kann man auch einfach radieren und hat trotzdem diesen Kanteneffekt. Als ob man die Striche frisch gezogen hätte. Es kommt darauf an, wie man es eben haben will. Mhm. Aber das geht recht ohne Probleme. Zum Beispiel. Als ob es wirklich ausgespart wurde von Anfang an. Und wenn man jetzt dann hier diesen Rotton als Basis nimmt, auch für die Schattenfarben der ganzen Rückseite, können wir auch hier wieder den Pencil nehmen. Und hier ein bisschen mehr, ja, Variation reinbekommen. Denn das sieht natürlich auch einmal ganz okay aus, wenn man das in dem gleichen Farbraum koloriert. Aber es wirkt eigentlich um einiges interessanter, wenn man da gerade auch irgendwie zwischen warmen und kalten Farben ein bisschen mischt. Erzähl mal was zum Motiv. Was soll das denn sein? Oder hast du es einfach nur just for fun gezeichnet? Das Motiv ist wirklich auch nichts Besonderes. Es ist
Also kein Charakter von mir oder sonst irgendwas. Das ist einfach damals vor letztes Jahr zur Konichi entstanden. Habt ihr nicht fertig geworden? Nein. Da hatte ich mit einer Freundin zusammen einen Workshop gegeben zum Thema Inken am Computer und eben auf Papier. Und mit der Lisa, ne? Mhm. Und ja, war das ja mein. Obwohl, es ging ums Inken, aber auch gleichzeitig ging es ums Rastern. Wir hatten auch Rasterfolie angeboten und die konnten dann die Teilnehmer des Kurses auf die Bilder kleben. Wir hatten dann eben hier das und das Bild von der Freundin auf einen Bogen gedruckt und da konnten die verschiedenen Leute dann die Rasterfolien draufkleben. Das war gar nicht so für Kollation bestimmt, aber hat sich jetzt sehr gut angeboten. Ja, passt doch. So, das sieht vielleicht ein bisschen komisch aus, aber das Grundlegende, also gerade hier unten noch ein bisschen mehr auslaufen lassen. Aber ihr kennt, glaube ich, ungefähr, worauf es hinausläuft. Das kann man jetzt bei vielen Bereichen so machen. Und da auch stärker variieren. Auch noch mehr Farben reinhauen, dann noch ein paar bunte Strähnen rein, so, das geht alles. Aber es hat eben nicht diesen Standardeffekt. Man kann auch wirklich einfach hier das wieder alles ausblenden und sieht dann, wie, naja, doch schon langweiliger es aussieht ohne Watercolor-Effekt. Und hier wieder eingeblendet, hat es dann wieder etwas mehr zu bieten. So. Was willst du ja als Augenfarbe geben? Was willst du denn? Was denkst du denn, was passt? Grün. Als? Grün. Nein, natürlich nicht. Also nicht grundlegend abweichen, würde ich sagen. Entweder rot oder blau, aber ich tendiere zu rot. Rote Augen. Können wir machen, ja. Gerade das Bordeaux-Rot ist bestimmt auch eine interessante Augenfarbe. Hier haben wir unten in diesem Farbbereich. So. Oder kannst du wieder eine Mischung aus beiden machen? Das kann man auch, ja. So als Grundfarbe. Und dann kann man auch da natürlich wieder etwas Blau mit reinnehmen. Und das würde ich jetzt mit dem Watercolor noch ein bisschen sanfter machen. Kolorierst du auch immer die Augen als, also ziemlich spät, vielleicht nicht als letztes, aber schon als eher der letzteren Sachen? Weniger. Also ich bin, glaube ich, eher einer der, die wirklich dann direkt am Anfang sowas mit Farben in den Augen raushauen, weil ich einfach immer ganz gern das Gesicht fertig habe. Mhm. Und dann fehlt von mir aus halt eben die eine Schulter, die noch nicht koloriert ist, obwohl die ganze Haut ansonsten fertig ist. Aber ja doch, also so Gesicht gehört schon eher zu den Bereichen, die wirklich von Anfang an... Also ich habe momentan mit Problemen zu kämpfen, was einige Mitschülerinnen angeht. Mitschülerinnen? Ja, Freunde von mir, die, vor allem die, die neben mir sitzen, wenn ich dann, natürlich passe ich im Unterricht auf, ja. Auf und, jeden aber Fall. Aber nebenbei halt zeichne, weil ich ja irgendwie vorankommen muss mit meinen Sachen. Und ich bin am Zeichnen und Zeichnen und Zeichnen und mit, momentan hat sich das irgendwie geholfen mit den Kommentaren, dass plötzlich irgendeiner mich von der Seite anschaut und meint, ey, wieso kolorierst du nicht ihre Augen? Sie sieht so unheimlich aus, so mit leeren Augen. Und ja, da habe ich mich gefragt, ist das wirklich so seltsam? Macht man das sonst eher anders, zuerst mit den Augen anfangen oder so? Okay, das macht wirklich jeder unterschiedlich. Ja. Ich kenne auch eine Freundin, die, also deren Augen sind grundsätzlich immer das Letzte, was sie koloriert und überhaupt auch erst zeichnet. Sie koloriert und lined und alles den kompletten anderen Bereich. Aber die Augen sind wirklich das Letzte und das, wo sie am meisten Angst hat, ist zu verhauen. Obwohl, man sollte es doch mal lieber am Anfang machen, dann verhaut man nicht den, macht man nicht den ganzen Rest geil und dann auf einmal verhaut man die Augen, das ganze Bild ist scheiße. Ja, was geht dir da anders daran? So, ja. Also ich denke, es hat auch schon mal einen groben Einblick gegeben. Ja, sieht schon mal ordentlich aus. Aquarell hat was, also der Effekt. Ja. Bloß dann nicht wieder umswitchen in normalen Modus. Genau.
So, ich denke jetzt auch, wenn ich hier den Kopf fertig habe, kommen wir dann mal zum Ende. Mhm. Also es gibt wirklich viele Möglichkeiten. Dieser weiche Verlauf hier, die stärkeren Verläufe. Es koloriert jeder komplett anders. Manche lassen auch dann gar nicht diese weißen, krassen Effekte irgendwie frei, sondern machen dann lieber ja so eine komplette Flächenkoloration und machen nur einen Verlauf rein und vielleicht dann eben kleine Akzente. Ja, so wie bei Shen. Shen zum Beispiel auch, genau. Aber das auch, ich meine, wirklich so komplett kolorierte Bilder. Shen macht ja dann eher nur so verschiedene Bereiche, Akzent, die er koloriert. Also wirklich nur Akzente auf dem weißen Papier. Genau, das ist halt einfach nur, als ob er die Augen koloriert. Ja. Ja. Aber sieht auch geil aus. Ja, auf jeden Fall. Das ist ein cooler Stil. Der könnte bestimmt auch das gut mit Computer machen, aber es ist aber auch, denke ich, ja das, was... Aber der ist ja nicht so der Fan. Ja, ja, klar, der ist eher für das Traditionelle. Mhm. Mm. Ja, das sind jetzt einfach nur Kleinigkeiten, eben wie man hier die Haarsträhnen alle durchzieht. Auch noch hier hinten dann die Schatten ein bisschen genauer macht. Also an dem Bild ist allgemein bestimmt noch einiges zu tun, wenn man das richtig perfektionieren will. Aber ich glaube, du hast momentan sowieso andere Bilder, die du eher fertig bekommen solltest. Bekommen will. Aber natürlich auch Aufträge und sonst was, aber... Weil bald stehen ja schon wieder die nächsten Cons an. Ja, zum Glück erst zur Leipziger Richtigfest, aber natürlich jetzt noch Ende des Jahres die U-Con in Solingen. Und das ist dann die letzte, wo ich dann wirklich auch mal dann standtechnisch vertreten bin. Mhm. Und da bin ich auch froh drauf, wenn die vorbei ist, aber auch froh, wenn ich sie... Also wenn ich schon mal da war, denn... Also auf der U-Con war ich noch nie gewesen. Und da war ich auch damals, als sie noch... Ja, als sie Runico hieß, aber nicht auf der U-Con. Ja. Da war sie für mich ist das dasselbe. Das eine ist aus der anderen Sprung. Okay. Aber ich guck noch grad hier mal. Da waren wir doch essen in diesem, bei diesem leckeren All-You-Can-Eat Mongolen. War das da gewesen? Doch. Mit Ace und den anderen. Da haben wir ein lustiges Foto am Ende gemacht. Ach, das war da. Okay, genau, doch, ich erinnere mich. Da müssen wir nochmal hin. Oh Gott, waren die Bilder behindert. Ja. Also, hast du uns. Das darf man echt nicht der Öffentlichkeit zeigen. Oh, doch. Okay, mach das mal. Aber deine Bilder waren auch schon seltsam zu der Zeit. Und sind sie immer noch. Okay, hast recht. Ja, ich war ja gestern im Phantasialand. Oh. Und ich habe zwei lustige Bilder mitgenommen. Okay, also habt ihr die auf den Attraktionen gemacht? Genau, wir waren, wo war das eine? Wie heißen die? Das war mein allererstes Mal Phantasialand. Ich habe die Namen überhaupt nicht. Das erste Mal? Ja, ja, ich war noch nie in meinem Leben im Phantasialand. Okay. Und das war dieses Vaninja oder sowas? Vininja? Oh, ich kenne mich da leider auch echt nicht so aus. Auf jeden Fall, da, das war echt, wir haben das Timing perfekt hinbekommen mit den Grimassen schneiden. Also es war wohl das Behindertste, was ich hätte schaffen können. Aber auch mit Absicht, also wir haben uns wirklich Mühe gegeben. Aber wusstet ihr ungefähr, wo das steht dann? Nein, eigentlich nicht. Und ich die ganze Zeit so, jetzt Grimasse ziehen und ich warte und warte und es passiert nicht. Und ich so, oh Moment, wir sind noch nicht mal durch die erste Tür. Und dann aber. Dann war es richtig, okay. Nein, dann auch nicht. Jetzt beim dritten oder vierten Mal, ein langes Warten mit der Grimasse hat es endlich geklappt. Hast du schon voll die Mundzuckung bekommen. Ja, okay. Okay, also ich will auch mal ins Phantasialand. Ich war schon ewig nicht mehr da. Naja, also ich will auf jeden Fall das Erlebnis nochmal wiederholen. Okay, also geht's einfach nur wegen Fotos dahin. Ja, nicht nur wegen den Fotos, also Black Mamba und Mystery Castle oder Talukan, das war echt geil, dieses Gefühl. Okay, cool. Ich meine, ich dachte auch so als Anfänger, oh, ich mir wird übel, ich muss wahrscheinlich hier... Du warst doch nie im Freizeitpark. Ich war auch noch nie in einem richtigen Freizeitpark mit Looping, Achterbahn oder sonst irgendwas. Okay. Und ja, ich habe da irgendwas in meiner Kindheit versäumt, ne? Ich merke schon, du bist ganz begeistert. Und mein Freund meint auch so, ja, ich war ja schon öfter dort, aber mir wird auch immer schnell schlecht. Und ich dachte mir, okay, toll, wenn ihm als mehr oder weniger Profi schon schlecht wird, dann werde ich ja... Profi Freizeitpark-Gänger. Ja, nach dem ersten Mal schon irgendwo tot in der Ecke liegen. Aber nein, im Gegenteil, ich wollte nicht mehr aufhören. Ja, also aber ich denke, jetzt bin ich auch hier auf dem Endpunkt angekommen. Das soll also erstmal vorzeitiges Finish. Das Gesamtbild an. Also ich denke, es ist zwar natürlich im Weiten noch nicht fertig, aber man sieht schon mal, dass es in alle Richtungen ausläuft. Ja, ein schöner Verlauf zwischen den zwei Farben.
Das finde ich, hat es auch wirklich ganz gut gepasst. Muss immer Glück haben mit sowas. Man kann es natürlich auch später mit anderen Ebeneneffekten nachholen, so einen Verlauf. Aber man kann es auch direkt so malen. Natürlich auf Papier kriegt man es auch nicht anders hin. Nicht immer später bearbeiten, sondern eher mal fertig so von Anfang an machen und auch Gedanken im Kopf haben. Mhm. Der Verlauf passt zu dem. Zum Beispiel natürlich, es gibt einfach so Farben, die immer gut kombinierbar sind. Auch einfach mal bei den verschiedenen Farbspektren. Farbspektren schauen und einfach wirklich lila, orange passt super hier. Das natürlich auch gut zu dem etwas türkisigeren Blau. Mhm. Kann man türkisig sagen? Ich würde es schon türkis nennen. Dunkles Türkis. Ja, irgendwie so. Ich hätte gerade die Farbe nicht ein, irgendwie dazu. Gibt auch so eine Hosenfarbe, die auch in diese Richtung geht momentan. Aperol? Ach, das war glaube ich ein Alkohol. Meinst du? Petrol, Aperol war ein Alkohol. Okay, dazu geht's gleich, den Alkohol. Ja, das ist jetzt eigentlich so grundsätzlich zu Aquarelleffekt in Paint Tool Sai. Natürlich ist es kein Riesenkunstwerk, es sind ja wirklich einfache Einstellungsmöglichkeiten, aber gerade das macht es auch so simpel und auch schön, das Ergebnis direkt zu sehen in dem Programm. Mhm. Ich habe einfach nur das Bild mal ein bisschen ausgeschmückt, damit ihr auch sehen könnt, wie es im Gesamten wirken kann. Dass ihr auch einfach mal so verschiedene Farben und auch Anwendungsmöglichkeiten der verschiedenen Werkzeuge seht. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und ihr konntet auch einen Einblick bekommen. Also ich fand es schon mal ziemlich aufschlussreich. Ja. Ja, also ich meine, Tutorials sind auch ja allgemein schon sehr gefragt bei euch. Gerne Vorschläge einsenden. Wir freuen uns immer wieder, wenn was kommt von euch, was ihr sehen wollt. Natürlich kamen sehr viele Nachfragen eben in verschiedenen Kolorationsmöglichkeiten. Auch einige haben schon nach Skizzen gefragt. Das werden wir ganz sicher auch noch anschlagen. Und einfach Vorschläge bringen. Also wenn es um Skizzen geht, was wollt ihr genau als Skizze sehen? Eher vielleicht einen Hintergrund, Menschen, Dynamik, was auch immer. Ich meine, Skizzen ist auch wieder ein riesen... Gebäude. Ja, okay, soweit machen wir es nicht. Das machst du den Bereich. Ja, und... das war es eigentlich zum Einblick von Aquarelleffekt in Paint Tool Sai. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Andere Bilder von mir und natürlich auch Ariel findet ihr auf unseren Facebook-Seiten. Und natürlich auch sind die auf der JMX-Seite verlinkt, unsere Künstlerprofile. Wir freuen uns auf euer Feedback und gerne auch mal einfach kommentieren, was euch gefällt. Und man sieht sich dann beim nächsten Tutorial wieder. Bis dahin, tschüss.